Guten Morgen, es ist Dienstag, der 3. November und das ist mein Wecker. Guten Morgen, es ist Dienstag, der 3. November 2015. Guckt euch mal diese Nebelsuppe an hier. Wir sind unterwegs im Strand, aber es ist kalt heute. 6 Grad, aber durch den Nebel so richtig nass, kalt, unemütlich. Ich würde gerne den ganzen Tag im Bett liegen heute. Aber das geht leider auch nicht. Haufen Kacktüte. Die Kopfhörer auf, tut mir also leid, wenn es raschelt, aber ich hab jetzt, mach dir das schnell. Als ich noch in Wiesbaden gewohnt habe, waren die Kackbeutel, die da aushingen, für die Hundebesitzer, biologisch abbaubar. Stand da explizit drauf. Das ist natürlich, hatte Vorteil und Nachteil. Der Nachteil war, dass viele Leute dachten, wenn er abbaubar ist, dann kann ich ja trotzdem irgendwo eine Ecke feuern. Ist dann auch nicht so schön gewesen. Hast doch wieder einen Schock gefunden, na los. So, auf den Kackbeuteln, die hier aushängen, steht das nicht drauf. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie sind. Ich habe noch nicht nachgefragt. Brauche ich glaube ich auch nicht mehr nachfragen, die mögen mich alle nicht mehr. Mich ein bisschen unbeliebt gemacht bei den Gemeinden hier. Ist ja egal. Naja, aber diesen Kackbeutel da am Strand rumliegen zu lassen, ist doch. Dann brauchen sie ihn gar nicht erst benutzen. Es war auch nicht schön, dass die Kacke hier rumliegt, aber den Plastikbeutel hier irgendwie noch rumliegen zu lassen, muss ja auch nicht sein. Hier dasselbe Spiel, da der Haufen, hier der Kackbeutel. Meine Fresse, dann lasst doch die Kacke so am Strand liegen. Macht ein bisschen Sand drüber und dann ist gut. Aber ist auch nicht schön, aber den Kackbeutel dann unter ihm liegen zu lassen. Ne? Habt ihr Gefühl, die Leute werden immer dümmer. Zum Kotzen, echt. Muss mir doch Gedanken machen, wenn ich mir noch einen Sand schaffe. Dazu gehört nun mal auch, dass der Hund Arbeit macht, dass der Hund irgendwo hinkackt und ich das gefälligst wegzumachen habe. Ich selber will auch nicht reintreten. Oder... Ne. Kackbeutel. Ich vermeide das ja im Sommer am Strand zu gehen. Erstens ist mir zu viel los. Hund darfst du auch nicht mitnehmen. Hundestrand ist mir zu weit weg. Ich sehe auch ein, dass ich im Sommer hier mit dem Hund nicht an den Strand gehen soll. Wenn ihr... ganzen Urlauber im Strand im Sand rumliegen und sich sonnen und baden gehen und so, da ist okay, da gehe ich lieber am Ball, da habe ich meine Ruhe. Und ich bin auch froh, dass im Winter keiner was sagt, wenn ich hier mit dem Hund lang gehe am Strand. Das machen alle und hier liegt auch keiner rum, da beschwert sich auch kein Urlauber, das ist dann alles okay. Aber wenn ich dann so ein Arschlochverhalten schon wieder an den Tag lege, indem ich meinen Hund an den Strand kacken lasse, wenn er muss, dann muss er, ist okay. Aber dann Beutel benutze und die dann am Strand rumliegen lasse. Oder Beutel nur daneben werfe. Hä? Dann sollen sie ein bisschen Sand drüber machen, ist gut. Wird irgendwann so kommen, dass sie sagen, Hunde sind am Strand generell verboten. Und das werden sie dann auch durchsetzen, indem sie hier Patrouille laufen oder Physikplätze machen. Kann man dann ja alles nachvollziehen, aber warum muss ich denn so... Nee, echt. Kann nur jeder mal ein bisschen mitdenken und sich anders verhalten. Man kann nur davon ausgehen, dass die auch nicht unbedingt im Sommer am Strand in Hundekacke treten wollen oder nicht schön finden, wenn überall hier Plastikbeutel rumschwören. So, Selbstverständlichkeit, dass man dann wegnimmt. Verstehe ich nicht, ist mir unklar, so ein Verhalten. Wieder ein Kackbeutel. Wie viel ist es jetzt? Der 6., 7., 8.? Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht hier mitgezählt. Aber echt. Das riecht mir richtig auf. Und ich verstehe das nicht. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, warum man. Mein Gott, dann trägt man den Scheißbeutel noch 20 Meter weiter und dann jeder Strandaufgang, an jedem Strandaufgang hier hoch sind Mülltonnen. Dann geht man kurz da hoch, schmeißt ihn da rein, kommt wieder runter zum Strand. Was ist denn daran so schwer? Ich habe jetzt auf einem relativ kurzen Strandabschnitt
bestimmt 12 so eine Kackbeutel gesehen. Und bei fast der Hälfte lagen außerdem, oder wahrscheinlich auch nur, ich habe nicht nachgeguckt, ob in dem Beutel was drin ist, aber bei fast der Hälfte lagen auch noch ein Kackhaufen daneben. Das Schlimme daran ist halt auch, dass das natürlich auf jeden Hundebesitzer zurückfällt. Ne? Und dann kannst du nachvollziehen, warum von manchen Leuten echt ja, böse schon fast angeguckt wirst, wenn du eben irgendwie mit dem Hund lang gehst oder manche Leute Hundehasser sind. Wobei natürlich die Hunde nichts dafür können, sondern die Besitzer, aber ich, ja. Ne? Das ist ja genau dasselbe wie mit den sogenannten Kampfhunden. Ne? Sind auch die Besitzer schuld, aber wer muss uns allein die Hunde? Und das ist. Naja. Ihr merkt, das ist ein Thema, was ich mir aufregen könnte, stundenlang. Und so aufrege, dass ich die richtigen Worte nicht finde, um meine Aufregung, meine Wut auszudrücken. So, jetzt mache ich Schluss damit. Beim Saubermachen von meinem Tunnel fällt er mir da genau ins Loch. In diesen Überfluss, ne? Überflussschutz, keine Ahnung, wie das Ding heißt, vom Waschbecken. Da fällt er rein. Jetzt muss ich den da rauskriegen, ohne dass der, aber das kann glaube ich nicht passieren, so wie es aussieht, dass der weiter durchrutscht. Aber what the fuck, so was kann auch echt nur mir passieren. Mann. Wenn ich den da jetzt nicht rauskriege, dann wächst mein Ohrloch wieder zusammen. Dem Leatherman sei Dank, er fehlt draußen, aber... Was ist denn? Das muss er auch erstmal schaffen. Na, los, komm. Los, raus. Wir müssen mal rausgehen. Los. Ey, komm. Ey. Was soll denn jetzt werden? Komm, wir müssen noch mal raus. Hm? Na los, ab. Solche Spielchen macht es mit mir abends manchmal. Man hat keine Lust rauszugehen, aber die muss noch mal. Garantiert muss er jetzt noch einen Haufen machen und Peppi muss er ganz oft dabei. Na los, komm. So, wieder zurück. Ist dann natürlich rausgegangen mit mir. Musste er. Und erst nicht wollen, aber dann gar nicht schnell genug den ersten grünen Streifen finden, wo sie Wurst hinpacken kann. Das ist eine Pflaume. So. Ist noch früh am Tag, aber trotzdem wartet für heute. Bleibt mir nur zu sagen, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.